Nein, das ist keine 3D-Tanne, das ist alles 2D. Für Selfies reichen deswegen auch zweidimensionale Kugeln. Gibt es sowas? Ja, hier zunächst als Aluhut, dessen störender 3D-Inhalt lässt sich leicht und gern vernichten. Nicht geleckt, sondern gewaschen werden sollten die künftigen 3D-Weihnachtskugeln für das Grünzeug zu Hause, wegen eventuell spätestens zu Ostern möglicher olfaktorischer Überraschungen. Vom Restfett befreit, wird die Kugel sichtbar dünner und will gestreichelt werden, mit einem Maurerspachtel auf dem Brotbrettchen. Ein Brettchen, das die Welt bedeutet. Die neue Welt für das, was sonst zusammengeknüllt im Weihnachtsmüll landet. Es geht auch anders. Man sollte wenigstens mit Nadel und Faden umgehen können. Voilà! Wenigstens sollte man ihn nicht verlieren, den Faden. Und auch nicht die 2D-Kugeln auf dem, ja, seidenen Faden. Denn alles ist jetzt sehr empfindlich. Jetzt die Bescherung. Das Tolle ist, dass der Rohstoff beim Geschenkeauspacken entsteht und die 2D-Kugelproduktion bei kontinuierlichem Geschenkenachschub unendlich lang weitergehen könnte. Als Perpetuum globuli oder so bis zum dreidimensionalen Platzen der Beschenkten. Gut, dass es wenigstens dies nicht gibt. Außer den 2D-Kugeln und den Geschenken. Davon wünsche ich euch ganz viele. Verliert nie den Faden für tolle Ideen, das Leben angenehmer zu gestalten. Bleibt spannend und vor allem gesund, um alle tollen Pläne verwirklichen zu können und schaut gelegentlich mal vom Smartphone hoch in die dreidimensionale Welt, in der wir uns hoffentlich oft wiedersehen. In 3D und in Farbe. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich bunte Jahr.